Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Hochschule Trier. Mein Name ist Bastian Franz und wir befassen uns heute mit dem Thema Frauen in technischen Studiengängen. Dazu freue ich mich, meine Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Professor Dr. Beate Master. Hallo. Und Michelle Becker, Studentin und Mentorin des Ada Lovelace-Projektes. Hallo. Hallo, freut mich sehr, dass ihr hier seid. Direkt, Michelle, ich fange direkt mal mit dir an. Erzähl doch mal vielleicht für den Anfang, was du studierst und wie du da zu diesem Studium gekommen bist. Okay, alles klar. Also ich studiere Maschinenbau im Schwerpunkt Produktentwicklung und technische Planung am Umweltcampus in Birkenfeld. Und ja, also ich hatte schon immer von klein auf so ein bisschen technisches, naturwissenschaftliches Interesse. Bin auch in einer Handwerkerfamilie groß geworden. Mhm. Dabei lag es für mich schon immer nahe, dass ich irgendwann mal was Technisches mache. Zumindest, mathematisch und naturwissenschaftlich. Eigentlich wollte ich immer Lehrerin werden, zwar auch dann für Mathe und Chemie, habe dann auch ein soziales Gymnasium erstmal besucht, was ja jetzt im Nachhinein gesehen ganz die falsche Richtung war. Bin da dann aber in den Informatik-Leistungskurs so ein bisschen reingerutscht, wollte ich eigentlich gar nicht so. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist eigentlich genau das, was ich machen will, so Technik. Und als es dann darum ging, mich in die Uni einzuschreiben, habe ich mir dann den Studiengang Angewandte Informatik am Umweltcampus angeschaut und bin dann zufällig auf den Maschinenbaustudiengang gestoßen, auf die Beschreibung und dachte, okay, das klingt schon cooler. Und dann habe ich mich einfach eingeschrieben. Ja. Ja, das klingt ja auf jeden Fall nach einem durchwachsenen Weg. Also ja. Ich sag mal, das ist ja eigentlich relativ normal. Nicht jeder trifft direkt die richtige Entscheidung. War bei mir auch so damals. Ich habe auch ein Semester Medieninformatik studiert und bin dann gewechselt und jetzt bei der Gestaltung gelandet. Aber du bist ja beim Maschinenbau gelandet. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie ja genau dasselbe studiert, Frau Master. Vielleicht können Sie auch mal so ein bisschen, wie es damals war, das ist ja noch ein Ticken länger her als bei der Michelle. Wie war das denn bei Ihnen mit dem Studium? Ja, danke. Ja, das ist ein bisschen länger her von mir, von meinem Studium. Wir haben da schon dann tatsächlich kleine Generationen dazwischen. Ähnlich aber wie Michelle habe ich zwar jetzt nicht im Handwerk von der Haus aus, also bei mir gab es keinen in der Richtung, der in meiner Familie so gearbeitet hat, aber ich bin so Science Fiction begeistert. Also ich wollte immer die Erste sein, die auf dem Mars ist. Also Astronautin war so mein Wunsch. Und das ist jetzt sicherlich anders da als damals. Also die etwas kleinere Schritt ist dann nicht Astronautin, sondern Pilotin. Und Pilotin wurden in den 80er Jahren aber von der Lufthansa nicht ausgebildet. Also es war keine Möglichkeit, als Frau diesen Beruf zu ergreifen in Deutschland. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich sie nicht fliegen darf, dann baue ich sie euch. Und dann bin ich im Luft- und Raumfahrt-Studiengang, also allgemeiner Maschinenbau mit Schwerpunkt in diese Richtung, wollte ich dann studieren und habe dann mit Maschinenbau auch angefangen. Kommt wie immer ein bisschen anders, ähnlich wie bei Michelle, wenn man da mal drin ist, dann gibt das auch, das interessiert einen, das ist total spannend. Und ich bin dann im Anlagenbau gelandet. Also mich hat dann irgendwann die viele Mathematik, die bei der Luft- und Raumfahrttechnik notwendig ist, dann doch ein bisschen abgeschreckt. Also ich bin kein so großer Fan von numerischer Mathematik und habe mir dann was anderes gesucht und bin letztlich bei Anlagenbau gelandet. Ja, du hast ja schon gesagt, Michelle, dass du auch mal Lehrerin werden wolltest. Wie sind Sie denn, Frau Master, dazu gekommen, dann jetzt in die Lehre zu gehen letztendlich? Ja, deswegen kann ich eigentlich nur sagen, man müsste den Lebenslauf von Michelle jetzt vergleichen. In den nächsten 30 Jahren, vielleicht landen Sie dann doch irgendwann als Professorin an einer Hochschule oder Universität. Ich hatte nie vor, das zu machen, aber meine Kollegen und Mitarbeiter, die ich dann mal so geführt habe in meinen verschiedenen Berufsstationen, die ich hatte, wenn es um irgendwelche Probleme ging, die man an komplexen Systemen erläutern muss, kamen sie immer zu mir, weil die Aussage war immer, Frau Master, bei Ihnen verstehen wir es. Und dann bin ich ein bisschen auch in die Lehre gegangen, ich habe Lehraufträge gemacht und da habe ich festgestellt, auch das macht auch Spaß. Ja, und durch verschiedene Entwicklungen
die man so in seinem Berufsleben hat, das kann man ja nicht immer so vorplanen, habe ich dann jetzt bei der letzten großen Veränderung, bei meinem letzten großen Arbeitgeber, die entschlossen, den Schluss gefasst, ach, probierst es doch mal jetzt mit der Professur. Ja, das ist cool. Michelle, du bist ja quasi auf der anderen Seite, du sitzt ja noch oder bist ja noch Studentin sozusagen. Wie ist denn das so in einem Studiengang, der, ich sag jetzt mal, schon eher einen Männerüberschuss hat? Wie kommt man da so als Frau, klar, hat man Vorteile oder eventuell auch Nachteile oder so? Wie war der Anfang? Oder kannst du das überhaupt bestätigen, diesen Überschuss an Männern, oder ist es ausgeglichen mittlerweile? Also kann ich definitiv bestätigen. Ja. Wir haben, glaube ich, mit 25 Studierenden angefangen und da war ich die einzige Frau in meinem Jahrgang. Also, und erstmal haben sich dann natürlich so Grüppchen gebildet. Viele kannten sich dann schon, kamen vom gleichen Gymnasium oder haben zusammen die Ausbildung gemacht. Und ich finde, als Frau in diesem Studiengang braucht man dann schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als vielleicht die Männer, um sich da dann auch mal durchsetzen zu können und auf die Männer auch zuzugehen, zu sagen, alles klar, ich mache jetzt mit euch die Gruppenarbeit oder sowas in der Art. Und ja, durch meine Extrovertierte ist mir das halt schon leichter gefallen. Also ich hatte da jetzt keine Probleme. Und Nachteile habe ich auch keine erfahren, aber auch nicht wirklich Vorteile. Also bei uns am Campus, ich weiß, andere haben andere Erfahrungen gemacht, aber bei uns am Campus wird da keine Frau anders behandelt im Maschinenbau. Meine Professoren, die sehen da keine Geschlechter. Aber ich finde, als Frau hat man doch schon von innen heraus mehr das Bedürfnis, sich beweisen zu müssen. Also jetzt nicht unbedingt von äußeren Einflüssen, aber dass man schon denkt, okay, komm, ich bin jetzt die einzige Frau hier. Wenn ich jetzt versage, denken alle dann, ah, stimmt, ein Vorurteil, Frauen gehören hier nicht hin. Also man hat schon von innen heraus mehr das Bedürfnis, gut zu sein und ja, vielleicht auch besser zu sein als die Männer. Das wäre vielleicht auch ein ganz guter Antrieb dann gewesen, ja, ordentlich durchzustarten. Ja, würdest du denn sagen, da machen sich irgendwelche Unterschiede bemerkbar? Du hast jetzt gerade gesagt, von der Professoren- oder Dozentenseite aus nicht, also die unterscheiden eigentlich nicht, aber merkst du im Vergleich mit den männlichen Studenten, dass da irgendwie du mit gewissen Themen besser klarkommst vielleicht sogar oder gewisse Arbeiten besser ausführen kannst? Also ich denke, vor allem so Präsentationen oder Berichte, die man schreiben muss, merkt man schon, Frauen arbeiten doch ein bisschen ordentlicher und legen doch ein bisschen mehr Wert auf kleine Details, sodass es dann auch schön aussieht. Und ja, Frauen haben auch teilweise einen anderen Blickwinkel auf Dinge. Also wenn man überlegt, viele Männer, Jungen werden, kommen auf die Welt und werden direkt damit assoziiert, sie mit Autos, Maschinen, eine Frau ähnlich. Also wir kommen da rein und wir kennen das gar nicht, wir sind nicht so damit aufgewachsen wie Männer vielleicht und gehen praktisch jetzt Neueinsteiger rein und haben vielleicht einen ganz anderen Blick auf Dinge. Ein Prof von mir hat mal gesagt, dass es immer gut ist, viele verschiedene Fachbereiche und auch Menschen aus unterschiedlichen Niveaus von einem Bereich mit reinzuholen, um viele Ideen zu kriegen. Und ich finde, das ist vielleicht ein Vorteil, den man so dann doch haben könnte als Frau in so einem Studiengang, dass man halt Dinge ein bisschen anders angeht. Als Studierende, ja. Das denke ich auch. Ja, wie sehen Sie das denn, Frau Master, so von der anderen Seite heraus, also von der lehrenden Seite heraus? Stellen Sie Unterschiede fest bei Ihnen, bei den Studierenden? Also ich bin ja in dem Fachbereich Gebäudeversorgungstechnik. Da bin ich tatsächlich die erste Professorin. Und habe jetzt dadurch, dass ich erst ein Jahr in der Professur bin, meine Studierenden nicht alle wirklich live gesehen. Deswegen kann ich da noch nicht so direkt eine Deutung dazu geben. Wir haben in dem Bereich auch natürlich auch ein paar wenige Frauen. Also es sind tatsächlich immer noch sehr, sehr wenig im Durchschnitt. Ich würde mich freuen, wenn es mehr wären. Aus dieser Sicht kann ich da gar nicht so großen, also ich mache definitiv keinen Unterschied zwischen den Herren und den Mädels, aber eben rückblickend auf mein Berufsleben und auf meine Studienzeit gesagt, wir waren damals 400 Studierende, die angefangen haben und 7 Frauen
Und ich kann eigentlich auch nur das bestätigen, was Michelle sagt. Frauen, die so einen Beruf anfangen, sind meistens, das ist gut überlegt, also wirkt zumindest sehr gut überlegt. Und ich muss auch sagen, diese 7 Frauen sind damals alle fertig geworden, wir haben alle unser Diplom erlangt. Von meinen 400 Mitkollegen waren es 120, also 2/3 waren weg. Ja, also das muss man wirklich sagen, also die implizierten Vorteile Mädchen und Technik passt nicht. Indirekt oder direkt werden wir auch heute leider damit noch groß. Also das muss ich damit bestätigen. Und im Studium selbst war das kein Unterschied. Meine Kommilitonen, ich hatte meine Arbeitskreise, meine Übungen, das hat alles gut funktioniert. Da war das alles kein Problem. Ein Problem als Frau, das möchte ich nicht verhehlen in so einem Beruf. Und da muss man auch, das hat Michelle auch schon mit ihren jungen Jahren jetzt schon bestätigt, ein bisschen selbstbewusster auftreten, dass man sich dann in der Berufswelt als Frau, weil man wird auch lange, solange diese Situation so bleibt, in der Verhältnis 2%, 3% Frauen in so einem Beruf, in seinem Berufsleben lange alleine sein. Und dann, wenn es dann um Karriere geht in solchen Unternehmen, dann macht das schon eine Rolle, spielt das schon eine Rolle. Viel hat sich da getan, auch im Hinblick auf Gleichbestellung, aber wir haben noch den Punkt, dass man sagen kann, wir haben das Ziel erreicht. Das wird noch dauern. Ja, also ich persönlich komme ja aus einem ganz anderen Bereich. Ich muss sagen, bei uns ist die Quote schon deutlich besser. Also ich gehe mal von deutlich mehr als 2% aus. Wenn ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, bei uns am Gestaltungscampus ist es 50-50. Oder teilweise beim Modedesign zum Beispiel dann wieder umgekehrt andersherum. Deutlich mehr Frauen als Männer. Sie haben ja auch eine lange Zeit in der freien Wirtschaft gearbeitet. Wie sieht es denn da aus? So, wie wird das aufgenommen in den Unternehmen, wenn man als Frau sich für so einen technischen Beruf bewirbt oder auch dann da arbeitet? Vielleicht können Sie darüber ein bisschen was erzählen. Ja, gerne. Da gibt es noch so ein bisschen Unterschied. Also das Studium war meine Kommilitonen kein Problem. Das war auch gut. Ich hatte auch meine Arbeitsgruppen. Der Einstieg ins Berufsleben, der war relativ gelungen. Da war ich in einer Arbeitsgruppe integriert. Solange das auf einer Ebene stattfindet, ist das alles okay. Man muss sich damit abfinden, dass man oft das Nesthäkchen ist. Man ist die Einzige in einer großen Gruppe von Ingenieuren der unterschiedlichsten Richtung. Und man muss den Spaß daran haben. Kommt man dann in eine Führungsebene rein, hat man also Mitarbeiter zu führen, dann muss ich wirklich sagen, sind das nicht Mitarbeiterinnen, sondern es sind in der Regel Mitarbeiter, Anlagenbauer, Heizungsbauer, Sanitärleute, Elektriker. Da gibt es fast keine Frauen. In meinen 30 Berufsjahren hatte ich eine einzige Elektrikerin in meinem Team und eine Schlosserin. Alles andere waren immer nur Männer. Und als Chefin für solche Arbeitsgruppen zu sein, wurde mir eigentlich immer nur wieder gespiegelt, dass sie das sehr angenehm empfanden. Also das Arbeiten, das war so die Aussage, ist ein anderes, wenn Frauen in der Gruppe drin sind. Und durch, ich würde mal sagen, 90% der Herren haben dann nochmal gesagt, es war angenehmer, als wenn es nur Männer sind unter sich. Also insofern ist es gerade wichtig, dass wir da den Anteil wirklich erhöhen und das auch Spaß macht. Schwierig wird es, wie immer, wenn man in Konkurrenz zum Ebenenaufstieg in höhere Positionen kommt, weil man dann immer auch in Konkurrenz zu natürlich den anderen männlichen Mitbewerbern steht. Und da braucht man eben das ausgebildete Standing und auch Selbstvertrauen, dass man das genauso gut rüberbringt wie die Herren. Und dann funktioniert auch das. Ja, ich glaube, dass, wie Michelle auch schon gesagt hat, ich glaube, es ist immer gut, wenn man einfach beide Geschlechter da hat oder auch so viele unterschiedliche Einflüsse, wie es nur geht. Ich denke, dass auch so ein Team von Männern eine Chefin echt gut tut, auch vielleicht fürs Arbeitsklima. Ne? Man weiß ja nicht, wie das da so abläuft teilweise. Von daher, sie sind beide engagiert, was das Thema angeht, also mehr Frauen in den Bereich zu bekommen. Im technischen Bereich. Michelle, du als Mentorin des Ada Loveless Projektes, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen, was es überhaupt ist und
wie du dich da engagierst oder wie du da reingekommen bist. Also das Ada Lovelace Projekt ist ein Mentoring-Programm von jungen Frauen für junge Frauen im MINT-Bereich. Also wir Mentorinnen als Studentinnen im MINT-Bereich versuchen, jungen Frauen und Mädchen praxisnah diesem Bereich näher zu bringen, mit verschiedenen Workshops, oder wir gehen auch an Schulen, wo wir dann im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ja spielerisch und praxisnah diesen Bereich ja anfassbar zu machen für die Mädchen, dass sie auch einen Bezugspunkt haben dazu. Wir wollen dadurch halt Chancen und Gleichheit im MINT-Bereich schaffen, das Selbstvertrauen auch stärken von den Mädels und auch die Vorurteile abbauen, dass das nur was für Jungs ist. Wir haben auch das Motto, was ich will, das kann ich. Also wir wollen den Mädchen beibringen, wenn ihr Lust darauf habt, macht es einfach, lasst euch nicht unterbringen. Und wir Mentorinnen, wir gelten da als Vorbilder, also da wir selbst Frauen sind und selbst da jetzt in den Studiengängen stehen, dass wir halt inspirieren sollen auch, okay, die haben es geschafft, wir können es auch schaffen. Und ja, unsere Namensgeberin im Projekt Ada Lovelace, die ist halt ein Riesenvorbild für uns, weil sie, also sie ist halt geboren 1815 und gestorben 1852. Und es war ja schon eine Zeit, in der Frauen ja durften keine Universitäten besuchen, durften nicht mal in Bibliotheken rein. Und sie gilt heute als die erste Programmiererin, weil sie hat sich davon nicht unterbringen lassen. Sie hat ihre Mutter hat sich schon früh gefördert, in Mathematik auch. Und sie hat dann später auch einen Mann gefunden, der auch in die Mathematik gegangen ist und ihr dann immer heimlich Bücher mitgebracht hat, also Bibliotheken, hat sie sich selber halt alles beigebracht und dann auch die erste Rechenmaschine programmiert. Und ja, sie ist ein riesen Vorbild für uns, weil sie sich halt auch nicht unterbringen lassen von der Männerwelt, von der männerdominierten Welt. Und ja, genau dieses Bild wollen wir halt auch weiterbringen. Also Frauen können auch alles schaffen. Ja, das ist auch durchaus sehr eindrucksvoll. Im 19. Jahrhundert, da waren die Umstände ja nochmal deutlich anders. Also ja. Ich glaube, als Frau in so einem Bereich da tätig zu werden, scheint zumindest mal unmöglich. Deswegen ist sie ja natürlich auch das perfekte Vorbild für so ein Projekt. Ich kenne das nur aus damals, aus meiner Zeit im Gymnasium, den Girls' Day. Genau, den veranstalten wir auch jedes Jahr mit Workshops. Ah ja, genau. Das war ja ungefähr genau das. Ne? Da ging es ja darum, die Mädels in Berufe zu bringen, die jetzt, ich sag mal, auch Männer, also die meisten Männer ausführen, wo man jetzt Frauen nicht so direkt in den Beruf sieht. Und wir fanden das damals schon cool. Das hat für die Jungs immer bedeutet, wir müssten uns einen Beruf suchen, der eigentlich eher für Frauen ist. Ja. Aber da tun sich die Männer, oder da haben wir uns sehr schwer getan. Deswegen finde ich das cool, dass ihr sowas macht. Wir sind auch schon fast am Ende. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an Sie oder vielleicht von Ihnen ein Rat an die jungen Frauen da draußen. Was würden Sie den Frauen raten, die sich für ein Studium im MINT-Bereich interessieren? Als allererstes würde ich Ihnen raten, die Angebote, also Unterstützung, Mentorenprogramme, wirklich sich nicht scheuen, es zu nutzen, weil das tun wir Frauen viel zu wenig. Das machen unsere männlichen Mitbewerber und Kommilitonen viel, viel früher, viel, viel schneller. Wir vernetzen uns zu wenig. Also von uns wenigen Frauen sollte man sich auch über die Fachbereiche hinaus zusammenschließen, was ein Netzwerk leisten kann, wenn man mal irgendwo an der Wand steht und nicht weiterkommt, dann ist es gut, jemanden zu kennen, den man mal fragen kann. Und das ist dadurch, dass wir tatsächlich einen anderen Blickwinkel haben, der nicht besser oder schlechter ist als die der Jungs, aber auch wir kommen manchmal an Themen, wo dann der in der Arbeitsgruppe studierende Junge wahrscheinlich mit dem Problem, das wir haben, nicht wirklich klarkommt, und dann hilft so ein Netzwerk. Und Netzwerke sind auch für alle anderen Themen unglaublich wichtig. Also das heißt, wenn ich einen Praktika suche oder man weiß, wo ein Nebenjob ist in interessanten Themen. Also ich meine jetzt nicht den Nebenjob für eine Maschinenbauingenieurin, angehende Ingenieurin an der Kasse von irgendeinem Warenhaus, sondern wirklich in einem Planungsbüro schon mal die ersten Gehversuche zu machen. Das halte ich für ziemlich wichtig. Und dazu braucht man ein Netzwerk. Das heißt, guckt, wenn ihr anfangt, welche Frau ist noch irgendwo unterwegs
Und man muss nicht die besten Freundinnen werden, aber man muss voneinander wissen. Wenn man sich kennt, dann sieht man sich. Und wenn man sich sieht oder sichtbar ist, dann kommt der Erfolg dann schon fast von selbst. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Netzwerk. Also ich kann mich erinnern, ich kannte keine Frau in meinem Umfeld, die jemals irgendwas Technisches oder so, geschweige denn überhaupt studiert hat. Ich bin die erste in meiner Familie, die auch studiert. Und ich hätte unglaublich gerne früher an so einem Projekt mal teilgenommen, um zu wissen, okay, ist das überhaupt was für mich? Das Interesse war da, aber es könnte keiner für mich bestätigen. Ist es wirklich das, was ich will? Deswegen finde ich das, was die Frau Massa jetzt sagt, sehr wichtig, die Netzwerke. Und hast du sonst noch darüber hinaus vielleicht einen Rat für die jungen Frauen, die sich, die mit dem Gedanken spielen, sich in so einem Bereich zu bewerben, für ein Studium oder Ähnliches? Ich kann einfach nur dazu sagen, wenn das Interesse da ist, traut euch, macht einfach. Und ja, jeder kann alles schaffen, wenn man nur genug will, wenn das Interesse da ist und sich auf gar keinen Fall unterkriegen zu lassen. Ja, und damit sind wir auch leider schon beim Ende. Vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Ich finde, das ist ein super interessantes und auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich kann auch nur den Rat weitergeben, den Sie schon genannt haben. Also traut euch, geht raus, stellt Fragen. Da wird euch niemand für verurteilen. Und wenn ihr auf etwas Lust habt und es ist vielleicht etwas unkonventionell, macht es einfach, weil ja, wenn man es nicht probiert, dann weiß man auch nicht, ob es nicht doch was geworden wäre. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank.